Ich bin seit gestern Mittag mit Cialis am Laden. Der Punkt besser ist. Ich habe gestern nur Cornflakes gelaufen. Nee, ich muss jetzt mehr Gewicht nehmen, ich lasse mich hier nicht von einem. Ja, ich muss mehr Gewicht nehmen, ich lasse mich hier nicht von einem Netty abziehen. Ich habe gedacht, okay, den musst du besiegen, egal was kommt. Ich weiß nicht, wie stehst du zu einer Multipresse? Brauchst du nicht, ne? Wenn du einen sehr, sehr coolen Arzt hast, als Anti-Aging bekommen. Ehrlich? Ja, genauso wie HGH, also Wachstumshormone. Hast du halt dann einen coolen Arzt oder einer, der da Bargeld annimmt? Einen wunderschönen guten Tag auf dem schlechtesten Fitness-YouTube-Kanal Deutschlands. Hallo liebe Fitness- und Bodybuilding-Freunde. Ich befinde mich in Frechen, beziehungsweise Nähe Köln. Aus einem ganz bestimmten Grund. Und zwar ist der Fabian hier. Was geht? Nice. Nice. Wir trainieren jetzt Schultern und Arme. Jetzt kommt ein Trainingsvideo und wir drehen noch ein zweites Video mit einem richtig schönen Formcheck mit so etwa 4 Kilo Gewichtsunterschied von einem Stoffer und einem Netty. Wie groß bist du etwa? Ich bin auch 1,73. Ja gut, dann passt das ja perfekt. Dann ist das sehr schön vergleichbar, was man so mit guter Genetik natural rausholen kann und halt mit dem, was ich so treibe. Ich hab keinen Bock auf die Arschlöcher. Und ich glaube, ich werde pissen. Kann auch sein, dass ich heute ein bisschen praller aussehe als sonst. Wieso? Du hast doch aus meiner Story gesehen, dass ich mit Cialis bestellt habe. Nee. Ich bin seit gestern Mittag mit Cialis am Laden. Der Punkt besser ist. Ich habe gestern nur Cornflakes gelaufen. Ich kann schon damit rechnen, dass der nächste Dopingbesuch dann in den nächsten paar Tagen anstehen wird. Nach diesem Video. Nee, ich muss jetzt mehr Gewicht nehmen, ich lasse mich hier nicht von einem. Ja, ich muss mehr Gewicht nehmen, ich lasse mich hier nicht von einem Netty abziehen. Ich habe gedacht, okay, den musst du besiegen, egal was kommt. Gut aus. 12, 15. Alter, ja, das sah ja schon mit 20 Kilo schwer aus, und dann die mit 32 weg, als wär's nichts auf einmal. Wenn ich was kann, dann Schulter drücken. Aber damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Ich habe so mit vielleicht 10 bis 12 gerechnet. Also ich glaube, wenn ich jetzt 32 mache, dann mache ich höchstens, also jetzt nach dem Satz, 8 oder 10. Wie lange machst du sonst Pause? 2 bis 3 Minuten. Also wenn man mit jemandem zusammen trainiert, dann ist es wahrscheinlich tendenziell sowieso immer mehr, aber so in der Regel dann so 2 bis 3 Minuten. Eins, hast du. Sehr stark. Brutal. Richtig geil. Hast du mitgezählt? Ja, waren es 10? Ich meine, es waren auch 10. Aber schön habt ihr es hier. Da muss ich mal lassen. Das ist alles, was man braucht. Wie gesagt, eine Schulterdrückmaschine wäre noch ganz nett. Ich weiß nicht, wie stehst du zu einer Multipresse? Brauchst du nicht, ne? Das war doch in Ordnung. Unter 5 würde ich auf gar keinen Fall gehen. Aber 5 ist okay. Ich wiege so viel. Ich wiege 84 Kilo. Ist doch in Ordnung. Er soll echt aufhören. Hast du das auch, dass du jetzt aktuell nachts so viel schwitzt? Ja, natürlich. Bei dem Wetter? Ja. Also ich lüfte dann nochmal kurz bevor ich schlafen gehe. Und dann habe ich auch das Problem, dass so viele Mücken reinkommen. Ne? Dann laufe ich erstmal mit dem Staubsauger rum und sauge die ganzen Mücken ein. Dann verliere ich halt auch so über Nacht so 2 Kilo. Stelle mich abends auf die Waage, habe 86, stehe morgens auch auf 84. 2 Kilo Wasser raus. Ich bin auch jetzt schon mit am Ölen wie sonst was. Okay. 2. Atmen. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. Komm. 11. Schaffst du. Sehr stark. Okay. Weiß ich nicht, wie man damit Muskeln aufbauen soll. Zumindest nur die Schultermuskeln. Wir wollen ja Schulter trainieren. Aber das Umsetzen ist so leicht, genau. Die erste Wiederholung, die fliegt und dann ist. Umsetzen, Digga, du setzt dich ohne Knie und mal. Daher kommt der Bizeps. Du machst immer Bizeps-Curls noch nebenbei. Boah, ich bin so am Ölen, ne? Drecksstoff. Alles, was der sagt, ist so eine gequillte Scheiße. Wir haben 25 Grad draußen und ich bin nur am Schwitzen. Wenn ich vernünftig esse und genug Salz drin habe und genug Wasser drin habe, auf NPP ist der Pump halt nochmal krasser als nur auf Testdose. Ja. Also ich werde es dann erst erleben, wenn ich 40 bin, weil dann habe ich mir vorgenommen, vielleicht auch was in der Richtung zu machen. Ja, also du bekommst ja, ich glaube so ab 35, 40 kannst du ja auch tatsächlich Nandrolon und Testosteron, wenn du einen sehr, sehr coolen Arzt hast, als Anti-Aging bekommen. Ehrlich? Ja, genauso wie HGH, also Wachstumshormone. Das ist halt dann einen coolen Arzt oder einer, der da Bargeld annimmt. Thank you.
treffen tust, die einmal eigentlich sagen würde, dass du da eher ein Trapez reinkommst. Okay, ich hab's so heller. Wir haben hier auch Powerlifter. Ich gehe mal davon aus, dass sie das Babypuder einfach als sozusagen Gleitmittel benutzen, wenn sie zum Beispiel Kreuzheben oder so machen, weil sie sich das zum Teil so über die über den Wettkampfanzug und so weiter machen, damit es einfach besser über die Haut rutscht. Oder vielleicht als auch Kreidemittel. Ja. Wobei, nee, ich glaube, das ist eher für Powerlifting-Zwecke gedacht. Ja, oder vielleicht, wenn das Arschloch juckt. Ich wollte nämlich gerade darauf hinaus. Hilft vielleicht, dass man nicht nachwischen muss im Sommer. Kann sein. Wenn das Klopapier ausfällt. Also manchmal kommt es auch vor, ne? Ja. Oder was ich jetzt auch gelernt habe, ist, wenn deine Oberschenkel ineinander scheuern, kannst du das da auch gegen ja, Kurze Werbeunterbrechung. Wir haben bei der ESN gerade eine ultra, ultra krasse Aktion. Es gibt aktuell die ESN Week mit bis zu 50%. Unter anderem 30% auf Designerway, 25% auf IsoClear und 40% auf Athlete Stack. Zum Beispiel das Athlete Stack kommt jetzt am Mittwoch auch wieder. Gerade wenn ihr dieses Video seht, gibt es einen dicken Restock, zum Beispiel mit dem Athlete Stack für Männer, Ashra Pro, diverse Designerway, als auch das IsoClear im Pink Grapefruit Geschmack, was einer meiner absoluten Favoriten für den Sommer geworden ist, erst recht mit Eis. Von daher, wenn ihr mich unterstützen wollt, schaut gerne jetzt am Mittwoch um 18 Uhr bei ESN rein. Da kommen die Restocks online. Verwendet auf jeden Fall meinen Cartoonfisch, damit unterstützt ihr das gesamte YouTube-Projekt hier. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dem YouTube-Video. Also Markus Grün ist auf jeden Fall unser ältester Influencer. Die hat man auch noch nie zusammen gesehen, ne? Jonas Lukas und... Ja. Kennst du nicht den Clip, wo Markus Grün auf der Bühne sitzt? Und jemand den fragt, was er von Johannes Lukas hält. Und Johann, und der so meint so, Johann wer? Ich hab den Namen Johannes. Hab ich nie gehört vorher. Man merkt, die haben noch keinen McFit-Assis dran gebolzt. Der läuft noch gut. Ich hab Handgelenke wie ein Mädchen. Wenn ich dann da und den hier mache, mach ich das spätestens nach 2 Wochen. Ehrlich? Ja. Mit 14 habe ich gemerkt, wenn ich mir dreimal am Tag eingeschleudert habe. Im Handgelenk. Das ist einfach ein geisteskrankes Ei, was du da am Trizeps hängen hast. So allein vom Ansatz her. Was ist das? Muss ich erstmal Daniel Kubiks Arm sehen, ey. Das ist der Rolly Winkler unter den Nettis. Siehst du richtig, wie der Nettis sich genau da zusammenzieht. Meiner rutscht komplett hoch bis in die Schulter. Und der Trizeps trifft sich genau auf der Mitte vom Arm. Liebe Grüße an William Stream. Ja, meine Haut ist schlechter geworden, wie im Sommer geschwitzt. Falschen Kabel drum aus. Nur da drüben ist das Licht viel besser. Wait a minute! Wo du es gerade gesagt hast, so wegen 40 Wochen Diät. Ist das normal als Naturalwettkampfathlet, so lange Diät zu machen? Naja, normal ist halt relativ, ne? Also man nimmt sich halt so viel Zeit, du erstens nicht in der Lage bist, so viel Fett auf einmal zu verlieren, weil du dann früher oder später schon Muskelmasse einbüßt. Das heißt, je niedriger dein Kaloriendefizit, desto... Mehr Muskulatur kannst du haben. Genau, desto weniger ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass dir Muskulatur flöten geht. Und deswegen macht man es halt meist aus dem Grund, einfach um möglichst viel Muskulatur zu halten. Die Crossfitter nebenan, ne? Das ist unfassbar. Hier ist nebenan so ein Crossfit-Studio. Die hörst du hoch und runter zählen und sonst was so. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Was sagt ihr zu seinem 40-Wochen-Diätplan? Schreibt gerne noch mal ein paar Fragen an Fabian in die Kommentare. Dann wiederholen wir das ganz gerne nochmal. Dann gehen wir auch mal Beine zusammen trainieren.
Weil eigentlich hättest du ja heute beide auf dem Plan gehabt. Eigentlich schon, ja. Ihr könnt natürlich immer mit meinem Code bei ESN sparen und mit deinem Code bei Ivo. Genau, Harvey. Wahrscheinlich hier etwas weniger Relevanz. Wir verlinken dich auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Lass gerne ein Abo und ein Follow da. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao.